Und weiter geht's bei Memoria. Willkommen zurück. So, wir müssen ein Feuer machen, um unseren Hasen zu essen. Und wir haben ja hier Holz. Angespitzt oder nicht? Hat er die Steine irgendwo hingelegt oder habe ich die jetzt schon im Inventar? Ich habe sie noch nicht im Inventar. Feuersteine. Achso. Dankeschön. Nein. Das sind Feuersteine. Danke. Und jetzt den Stab. Never. Was? Steine für den Stab. Das ist der Preis. Not going to happen, my friend. Nee, langweilen brauchst du dich noch nicht. Nö. Das geht hier noch weiter. Danke, dass ihr mich nicht hergegeben habt. Ich dachte, du wolltest mich loswerden. So unberechenbar ihr auch seid, da kennst du mich er noch ist noch viel schlimmer. Ich habe versagt. Ich kann genauso gut hier liegen bleiben und sterben. Er hat alles mitgenommen. Nur die Feuersteine und die Maske hat er mir gelassen. Ich werde diesen Mistkerl jagen. Ich werde ihn fangen. Und ich werde ihn ausnehmen wie eine Ratte. Niemand missachtet mich und kommt heil davon. Kann er nicht mehr, dann kann er zaubern. So, ich habe Feuersteine, aber ich glaube, hier sind wir fertig. Jo, hier sind wir komplett ratzekahl fertig. Den Typen krall ich mir. In Kapitel 3. Wo ist er lang? Sind das Tierspuren? Oder war das Rachwan? Wenn ich der falschen Spur folge, finde ich vielleicht nie wieder zurück. Vielleicht mit diesen Bären. So, von hier bin ich gekommen. Auf diese Weise gehe ich Kapitel auf jeden zwei. Fall nicht verloren. Chapter 2, vollständig. So, den Pfad entlang, den Pfad entlang und den Pfad entlang. Wir haben drei Pfade. Zig Sachen, hier ist noch ein Pfad, genau, der Weg. Oh, weiß ich ist nicht. Er vielleicht hier lang gegangen? Hier sind überall Spuren und jede führt woanders hin. Ich kann nur raten, welche seine ist. Nur eine von den drei Spuren wird von ihm sein. Ob das die Spur von diesem Mistkerl ist? Nach rechts. So, bitte einmal den Weg markieren. Sollst den Weg markieren. Wo der wohl hinführt? Da kommen wir her. Ah, noch mehr rote Beeren. Okay, sehr gut. Ich denke, ich habe genug. Dann gehen wir mal wieder da lang. Wie viele Screens mag es hier wohl geben? So. Kann ich die hier irgendwo hinlegen? Ah, okay. So. Du bist gehandicapt. Du kannst nur im Chat schreiben. So, weiter nach rechts. Gehen wir mal rechts rum. So, lass den. Mal gucken. Oh, was liegt denn da? Erst markieren wir uns den Weg. Hier kommen wir her. Ach, das ist gar nichts. Ich dachte, da wäre gleich was. Dann weiter nach rechts. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Oh, wir haben einen Ausblick. Immerhin haben wir den. Ohne einen Führer schaffe ich es nie dort hinauf. Ohne einen Führer schaffe ich es nie dort hinauf. So, dann gehen wir mal da lang.
weiß es nicht. Wir gucken uns an, wo der Weg hinführt. Wo der wohl hin... Hier waren wir zumindest noch nicht. Also legen wir hier mal ein. Ein, was da? So, und direkt nach rechts. Wahrscheinlich gibt es ja auch noch irgendwelche Viecher, die den ganzen Kram wegessen hinter mir. Oh, ein Fuchs. Fex zum Gruße. Geil. Für mich sehen diese Spuren alle gleich aus. Sie sieht aus wie alle anderen. Oh, ich muss den Weg noch markieren. Weg markieren. Bevor wir über Hänsel und Gretel. So, weitergehen. Hä? Ich hätte jetzt schwören können, dass wir in diesem Screen schon mal waren, aber hier liegen keine Dinger. Also markieren wir uns den Weg wieder. Und gehen da lang. Ja, wie viele Screens haben die denn hier gebaut? Ist ja unglaublich. So, da lang. Ich versuche das mal nach einem Muster zu laufen. So ein bisschen... Wahrscheinlich hätte ich der... Ah, okay, hier waren wir schon mal. Okay, gut. Ich hätte auch vielleicht mal einfach der Fährte folgen können. Ich denke, ich habe genug. Komm, ich folge mal hier der Fährte. Welche auch immer das sein. Aber dann verletze ich mein Muster. Okay, warte mal. Ich gehe mal zurück zum Anfang. Hier ist der Anfang. So, es gibt verschiedenste Fährten. Okay, hier kommt sowieso überall Fährten. Okay. Den Weg sind wir schon mal gegangen. Dann gehen wir jetzt mal den Weg. Da kommen wir zwar eben her, ist aber eine Fährte. So, da kamen wir das letzte Mal her. Wir haben nirgendwo eine Fährte. Dann gehen wir mal eben zurück. Gehen auch hier zurück. Gehen mal dahin. Da ist eine Fährte. In diesem Screen waren wir auch noch nicht. Also legen wir uns Wegweiser und gehen der Fährte. Hier ist auch wieder nirgendwo. Doch, da ist eine Fährte. Okay. Dann Weg markieren. Und fährt. Hier ist... Doch, da ist eine Fährte. Was ist das? Labyrinth überspringen. Nein! Hallo, wir überspringen das doch nicht. Ging das noch hin? So, hier entlang. Wird immer wärmer hier im Zimmer. Hier waren wir auch noch nicht. Jetzt bitte den Weg markieren, Madame. So, da ist eine Fährte, da ist nur ein Weg. Dann folgen wir wieder der Fährte. Ach, ein Reh. Hallo, liebes Reh. Zuerst markieren wir uns den Weg. Verdammt! Ich bin die ganze Zeit der Spur dieses Rehs gefolgt. Hoffentlich finde ich wieder zurück. Richtig so. Es hat mich in die falsche Fährte gelockt. Es hat Angst vor mir. Sollte Angst vor mir haben. Ich werde es essen. Gehen wir einfach hier mal weiter und mal gucken. Okay, das hilft mir jetzt gerade nichts. Okay, dann müssen wir hier wieder zurück. Dann müssen wir da wieder zurück. Folgen wir links. Bin also jetzt zweimal die falsche Fährte gelaufen. Ganz rechts. War schon ein ganz großes Labyrinth. So, hier gab es keine anderen Fährten, ne? Nein. So. Wieder nach rechts. Komm, dahin. Da sind wir zurück. Jetzt können wir nochmal links lang.
Oh, das sieht düster genug aus, dass der Typ hier lange läuft. So, wir haben... Hier ist... Da ist eine Fährte und da ist eine Fährte. Aber die blauen Bären hast du schon gesehen? Was? Nein? Habe ich nicht? Fuck. Welche blauen Bären? Aber irgendwas habe ich hier gesehen. Ha, ich bin richtig. Er war hier. Erst hat er mein Kaninchen gefressen. Und dann, meinen Dolch in den Baum geworfen. Ja, er macht sich wohl über mich lustig. Wahrscheinlich kann man damit Wege markieren, die man geht. Geh mal ein Bild zurück. Warte, erstmal versuche ich den Dolch zu kriegen. Er hat ihn genau so geworfen, dass ich nicht drankomme. Lieber nicht. Hey, da ist doch was. Hä? Da ist ein Hotspot, aber ich kann... Ah, wahrscheinlich brauche ich den Dolch dafür, okay. Kaninchenreste. Hier muss er Rast gemacht haben. Ich gehe gleich ein... Mit dem Kaninchen, das ich gefangen habe. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der hatte doch so was. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen. Okay, dann muss ich also nochmal hier einscreen. Tatsache, blaue Bären? Wozu nutze ich jetzt? Könnte ich die nutzen, um Wege zu markieren, die ich gehe? Ja, aber es hilft, hilfreich, ne? Jetzt habe ich. Blau nutze ich jetzt für die Richtung, die ich gehe. Und rot für die, aus der ich gekommen bin. Aber ich kriege jetzt auch ihn noch nicht. Weg. Toll, ist aber auch überall nur ein Weg. Hier gibt es keine Fährten mehr. Ist ein bisschen doof. Gut, dann rot auf diesen Weg. Und dann blau auf... Und weiter. Wahrscheinlich muss ich noch irgendein Item haben. Okay, hier sehe ich keine Fährten. Das heißt, ich lege mir schon mal den... Nein, ich will hier roten. Gehe aber wieder zurück. Ich hätte ganz gerne wieder eine Fährte. Na gut, aber da war ich, bin ich jetzt noch nicht fertig, also nehme ich die wieder mit. Und dann lege ich die da. Ich habe die da jetzt wieder aufgesammelt, weil ich den Weg ja noch, vielleicht doch noch gehen muss. Der ist ja nicht abgeschlossen. Also. Hier sind auch nur Wege. Wo wären nun Wege? Ich hätte gerne mal wieder eine Fährte von ihm. Das wäre nicht so schlecht. So, und auch hier nehme ich die wieder mit. Gehen wir mal nach links. Nö, ich dachte gerade, der wohl hinführt? Ich dachte, das frisst meine Bären weg. Hier gibt es aber auch keine Fährten. Okay, dann müssen wir wohl suchen. Alles klar. Aber wahrscheinlich gibt es deswegen jetzt die blauen Bären, weil es keine Fährten mehr gibt. Gehen wir erstmal nach links. Müssen wir wohl ein bisschen suchen. Ohne Anhaltspunkte. Das ist schon mal eine Sackgasse. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Dann... Eine rote Beere legen und wieder zurück. Dann legen wir uns jetzt noch eine blaue Beere auf diesen Weg und gehen da mal lang. Mann. Also ich, ohne Anhaltspunkte ist das ein bisschen... Aloha, was ist denn hier passiert? Bestie.
Das sind Korams Bestien. Ich habe noch nie welche in freier Wildbahn gesehen. Ein Glück, dass sie schon gegessen haben. An denen kommen wir wohl nicht vorbei. Ein Glück, dass sie schon... Ich kann die mit Steinen bewerfen. Ich würde nicht lange überleben. Besser, ich verschwinde schnell von hier. Dann sind wir hier in diesem Screen. Warte mal. Blaue Beeren. Weg. Dornbusch. Sie sieht aus wie alle anderen. Ist das seine Spur? Ja, aber der Dornbusch endet ja hier. Und ich kann im Dornbusch jetzt auch nichts machen. Dornbusch gab es ja auch in dem Screen, wo wir ihn das erste Mal hier, da. Und mit dem Dornbusch können wir nichts tun. Dann gehe ich einfach mal... Oh, warte, stopp. Blaue Beere auf den Weg legen. Und da geradeaus weiter. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nichts. Hier rote Beere, ja klar. Das ist sicher, dass da eine rote Beere ist. Haben wir noch mehr hier? Nö, keine Spuren, kein gar nichts, nur Wege. Gut. Die rote Beere habe ich da eben hingelegt, als ich dann sofort... Wo der wohl hin... Alter, wie viele Verzweigungen die hier eingebaut. Wie viele Bären die sich eingesteckt hat. Mann. Also irgendwas übersehe ich, glaube ich, gerade in Anhaltspunkten. Es kann nicht sein, dass das ohne irgendwelche Hinweise eigentlich verläuft. Der Dornbusch hat mich aber zu den Viechern geführt, wo ich nicht weiterkam. Brachte mir also auch nichts. Das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus hier. Also rote Beere legen. Kann jetzt zwar nichts Großartiges machen, aber der Weg da oben sieht ziemlich cool aus. So viel dazu. Ich bin schon beeindruckt, wie viele Screens die gebaut haben für so ein Labyrinth. Das ist schon nicht schlecht. Hallo. Fettes Schwein. Sozusagen ein Artgenoss. Da war noch nicht mal eine Spur. Sieht aus, als sei ich dem falschen Schwein gefolgt. Starr mich nur an. Du bist doch auch nicht schlauer als ich. Stell mich hier ganz schön blöd an. Kommen wir denn da wenigstens weiter? Der Weg ist das Ziel. The Journey to the Rewind. Bin ich irgendwo wieder am Anfang gelandet? In diesem Screen war ich auf jeden Fall noch nicht. Ja, Schweine schmeckt bestimmt besser als Hase. Zumindest wäre es mehr, aber ich habe halt nichts, um dieses Schwein zu besiegen. Warum habe ich ein Achievement bekommen, gerade dass ich quasi... Okay, da ist wieder so ein Dornbusch. Ah, bin gut dabei. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Jawohl, hier waren wir schon mal. Das heißt, da geht's nicht zurück. Gehen wir da lang. Oh, stopp, noch nicht. Das. Hier waren wir noch nicht. Da geht's lang und da geht's. Ach, dieses Labyrinth. Irgendwie, entweder übersehe ich die Anhaltspunkte, aber hier sind auch keine Fährten und nicht. Okay, da waren wir schon, hier waren wir schon, sind wir hier auffällig.
markieren wir uns den Weg. Ich glaube, wir kommen dem Labyrinth zum Ende des Labyrinths. Weg. Ja, links. Hier waren wir wiederum noch. Sie sieht aus wie alle anderen. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, Madame, dass du einfach... Sie sieht aus wie alle anderen. Hier gibt's auch keinen anderen Weg, ne? Eigentlich wäre jetzt ja die Folge für YouTube vorbei, aber irgendwie... Warte mal, da gab's noch eine andere Abzweigung. Nee, doch nicht. Irgendwie, glaube ich, stehen wir kurz vor dem Ende des Rätsels, einfach weil wir alles abgelaufen sind. Irgendeiner der Screens hier hatte noch eine nicht besuchte Abzweigung. Da kann man anscheinend auch im Kreis laufen, das ist schon mal ganz gut. Wisst ihr, ne? Da gab es nämlich noch eine Abzweigung. Ich habe es doch gewusst, total versteckt. Wahrscheinlich ist das dann sogar die richtige. Nö, ist sie nicht. Gut, machen wir das hier auch zu. Weiß gar nicht, ob jetzt mehrere blaue oder mehrere rote, dreht sich eh alles im Kreis. Aber theoretisch wissen wir, waren da schon. Und da gibt es noch einen Weg. Ach, so langsam. Ja, ich weiß, aber das Messer kriegte ich nicht raus. Ich habe keinerlei Items gehabt. Oder ich habe keinerlei Items. Ah, jetzt sind wir hier auch fertig. Gut, ich würde mal sagen, wir folgen nochmal ein bisschen dem Weg hier. Und waren anscheinend da rechts. Warte mal, ja? Doch, da kommen wir her. Wir waren hier links noch. Ist das da oben auch noch ein Weg? Natürlich ist es da oben auch noch ein Weg. Also hier hätten wir noch einen. Wir müssten also nachher nochmal zurückgehen. Da liegt er. Okay. Hör, hier war ich schon mal? Dann habe ich vergessen, hier einen blauen hinzulegen. Dann müssen wir da hinten nochmal hin. Also wenn ich es jetzt tatsächlich ohne... Also hier ist das Messer. Wir können sogar hier eigentlich nochmal eben gucken, ob ich da nochmal irgendwas machen kann. Aber hier sind ja keinerlei... Item-Möglichkeiten. Er hat ihn genau so Ja, genau. Offenbar die Welt wollte retten. Er ihn. Aber kein Baum. Ja, gut, ich habe ja nichts. Jetzt komme ich da auch nicht ran. Hier gibt es auch keine Interaktionsmöglichkeit mit irgendwelchen anderen Sachen. Also gehen wir mal da oben hin. Hier ist ja noch ein ganzer Screen. Aber hier war ich schon mal. Ja, dann bin ich wieder zurückgelaufen, weil hier kein Pfad war. Okay. Dann gucken wir uns das nochmal eben an. Machen wir diese YouTube-Folge mal ein bisschen länger, weil ich die nächste ungern mit dem Labyrinth wieder anfangen möchte. Ist jetzt die ernsthaft normal kompletten Abzweigung? Ey, die sind doch krank. Und waren die letzten Monate der Spielentwicklung stressig? Ach nö, wir haben noch mal ein kleines Labyrinth gebaut. Wir hatten noch Zeit. Und da ist wieder so ein komischer Dornbusch. Heißt das, ich soll jetzt dem Dornbusch folgen oder was? Weil der hat mich ja nur zu diesem komischen Schwein geführt eben. Wie viele Screens haben die denn gebaut? Ist doch krank. Ich hätte jetzt gedacht, gut, ich raff das Labyrinth nicht. Ich muss tatsächlich alles absuchen. Dann hätte ich gehofft, gut, dann bin ich jetzt aber auch so langsam mal fertig. Das geht ja immer weiter. Haben die irgendwie zufallsgenerierte Screens eingebaut oder so? Ich meine, ich würde es ihnen zutrauen.
frisch gebrochene Pilze. Oh, mein Freund hat doch nicht etwa noch immer Hunger? Frisch gebrochene Pilze. Spur von Fressen. Dann gehen wir erstmal da lang. Das ist ja zumindest irgendeine Spur. Aha. Dornbusch. Wahrscheinlich bräuchte ich da meinen Dolch oder sowas, ne? Natürlich geht es ja auch noch in allen Richtungen wieder weiter. Links, mit bloßen nach rechts. Händen komme ich da nicht durch. Ich würde hängen bleiben und die Spinnen könnten sofort über mich herfallen. Ich brauche meinen Dolch. Gut, ich brauche also meinen Dolch. Dazu brauche ich irgendwas, um diesen Dolch zu befreien aus den Sachen. Also muss ich durch da lang. Was haben wir hier? Ein Monolith. Ein einsames also Stück Stein, wie es viele hier gibt. Ich frage mich, wer damit jemandem etwas beweisen wollte. Hier hängt ein altes, vergammeltes Seil. Ah. Wir haben gefunden Seil. So, wir müssen hierhin zurückfinden. Das heißt, wir folgen jetzt mal dem Weg zurück zum Dolch. Und legen uns eine Spur. Wir müssen jetzt eigentlich nur den roten folgen, wenn ich richtig. Weiter den roten. So. Oder links den blauen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wenn. Ne, hier war der Anfang. Okay. Dann muss sie da doch den blauen, glaube ich, folgen. Also wir gehen da lang. Glaube ich, hier nach links. Oder auch nicht. Ah. Hier waren die Viecher. Kann ich die ich mit würde dem Seil nicht besser, ich verstehe. Ja. Es ist aber wirklich nicht einfach gemacht. Also echt, das ist bei so vielen Screens. Sie ein bisschen mehr Hinweise einbauen können. Nee, das bringt so nichts. Ich komme so nirgendwo an. Nee, das mache ich nicht. Wenn ich so rumlaufe, dann verlaufe ich mich endgültig. Also da bei dem ersten blauen. Kam ich nicht auch hier oben zum Dolch? Hatte ich ja am Anfang schon gefunden. Okay, da habe ich gar nicht weiter gesucht. Ist doch hier hinten. Oh. Okay, das Spiel geht doch weiter. Ah, hier hatte ich noch keine blauen. Stimmt. Nee, dann war das doch hier links. Da hatte ich ja schon die blauen bei dem Dolch. Da muss das hier links gewesen sein. Och, Leute, ey. Entwickelt sich nicht irgendeine Karte oder so langsam? Können wir ja mal gucken. Offensichtlich nicht. Überwinde den Dornbusch mit dem Spinnen. Nördlich des Busches findet ihr ein Seil. Damit kommt ihr an euren Dolch und mit dem Dolch durch den Busch. Es ist so geil. Die Tipps geben genauso viel, wie man eigentlich schon längst weiß. Und dann steht man da wieder ein Depp, weil man dann doch nicht weiterkommt. Okay, hier geht's ins Grüne, das ist definitiv falsch. Also, wir müssen auf jeden Fall da lang. Okay, darf nicht. Wo kriege ich meinen Dolch jetzt her? Ah, hier ist er doch. Das war doch der Screen mit dem Dolch. Warum sagt ihr das denn nicht? Ich bin an dem Dolch vorbeigelaufen. Da gibt es nichts mehr zu holen. Dann holen wir uns. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen.
dann holen wir uns, hey, Million Lights, moin. Genau, das denke ich mir auch gerade. Dann holen wir uns durch in der nächsten YouTube-Folge, natürlich gleich hier im Stream. Das heißt, ich mache mal eben wieder ganz kurz eine Minute, eine halbe Minute Päuschen für YouTube. Im Stream geht es dann gleich sofort weiter. Also dann schaltet nächstes Mal auch wieder ein auf Twitch.